Was witzig ist, ist, dass die OPA sich sehr, sehr zentral anarchistischer Symbolik bedient. Großen Reichtum, der dort dann aus den Kolonien hergeschafft wird, wirklich profitieren. Sondern dass der Großteil von dem Reichtum, der dort geholt wird, eigentlich dann wieder in den Händen von einigen Großindustriellen landet, die auch in der Serie dann dargestellt werden in ihrem Geschacher eben um die verschiedenen Ressourcen im Gürtel. Gerade im Science-Fiction ist das ja dann auch nochmal so schön, dann auch eine gewisse Form von Utopien zu zeichnen oder auch den andere Wege zu zeichnen eigentlich. Wie verändert sich das eigentlich mit einer sozialistischen Gesellschaft, wenn sie dann etabliert werden würde, ob sie jetzt auf der Erde stattfindet oder im Weltraum? Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 48. Folge sprechen wir über die Science-Fiction-Serie The Expanse. Es wurde auch mal wieder Zeit, dass wir eine, ja, einfach nur kulturelle Folge quasi machen. Wir hatten ja schon mal in der Vergangenheit unsere mit Abstand schlechteste Folge Cobra Kai. Das müsste sogar ungefähr zum gleichen Zeitraum gewesen sein. Also ich glaube, Cobra Kai kam auch recht schnell nach dem Start und hat ja, uns richtig. Dann auch kurz einmal an unserem Konzept zweifeln lassen. Ja, richtig. Das war, glaube ich, auch dann irgendwie die dritte oder vierte Folge, genau. Heute The Expanse, und das ist vielleicht auch eine Folge, die für viele Leute interessanter zumindest als die Cobra Kai-Folge. Für uns stellt sich also die Frage auch so ein bisschen, ist es die beste Science-Fiction-Serie, die es eigentlich gibt? Darauf werden wir heute mal antworten und auch allgemein einfach zu dieser Serie sprechen. Es ist, was ich schon vorwegnehmen kann, auf jeden Fall eine unserer Lieblingsserien. Es ist ein sehr faszinierendes Universum und das Ganze hat auch einen ganz konkreten Anlass, warum wir darüber sprechen. Also es ist nicht nur komplett aus der Luft gezogen, einfach nur, weil wir mal wieder Lust hatten, über irgendwas dieser Art zu sprechen, sondern das Ganze ist jetzt geendet. Also tatsächlich ist jetzt mit der 6. Staffel gab es jetzt das Ende, das verkündete Ende von der Serie. Wir wussten das auch gar nicht und hatten das dann gestern, glaube ich, hatten wir die letzte Folge gesehen und war dann so, oh, was? Jetzt ist es plötzlich vorbei. Und dann dachten wir, okay, schieben wir einfach mal eine Folge dazu rein, um wie immer am Nabel der Zeit zu sein. Wenn wir schon sagen, okay, das ist eine unserer Lieblingsserien, was macht die denn für uns aus? Was ist denn, was uns so gut daran gefällt? Und vor allen Dingen jetzt für dich, Joshua, ich noch kurz, bevor du anfängst, das zu sagen, es ist auf jeden Fall nicht spoilerfrei heute. Also wir werden auf jeden Fall extrem viel spoilern. Auf keinen Fall spoilerfrei. Nein, also wirklich, weil ich habe so häufig schon immer in irgendwelchen Video-Essays oder wenn irgendwelche Leute darüber reden, ja, leichte Spoilerwarnung hier und da, wir können für nichts versprechen. Also ich würde sagen, wir werden wahrscheinlich nicht so viel über einzelne Charakterverläufe reden und was genau da passiert. Also da müsst ihr jetzt keine große Angst haben, gespoilert zu werden. Aber für die große und ganze Geschichte von den Fraktionen und wie das alles sich dann entfaltet, da eine ganz, ganz dicke Spoilerwarnung. Also zuerst die Serie gucken und dann diesen Podcast hören. Ja, Joshua, wie sieht's denn bei dir aus? Was schätzt du so an der Serie? Also The Expanse fällt für mich so in ein bestimmtes Serienspektrum rein, was ich sehr gerne mag, weil ich würde sagen, ich kann nicht immer einfach nur so sagen, das ist jetzt die beste Serie, die ich jemals gesehen habe, oder das ist die beste Science-Fiction-Serie, die ich jemals gesehen habe, weil für mich gibt's da auch dann wieder Untersparten, was mir da dann besser und schlechter gefällt. Deswegen kann ich das nicht einfach so auflisten, aber bei The Expanse, finde ich, ist es großartig umgesetzt, eine Serie, die Konflikte und die politischen Geschehnisse zwischen verschiedenen Fraktionen darstellt. Das ist etwas, was ich schon immer geliebt habe, wenn die verschiedenen Fraktionen mit ihren unterschiedlichen Beweggründen einfach gut ausgearbeitet und gut dargestellt werden und mir das schon reicht, eigentlich um diese Serie zu lieben, weil ich war schon immer so ein Riesenfreund von Lore, von Hintergrundinfos und es gab beispielsweise mal eine Zeit, wo ich eigentlich den Großteil der Warhammer 40k-Geschichte eigentlich auswendig kannte, was wiederum dann auch wieder mein Interesse für reelle Geschichte geweckt hat. Und davon aus kenne ich dann die ganzen Sachen. Ja, worauf basiert das denn jetzt? Wo hat man da Inspiration gefunden? Und The Expanse ist da auch einfach phänomenal, was das angeht. Aber
im Gegensatz zu anderen Serien, die das auch gut können, schafft es Expanse auch noch, das mit spannenden Charakteren zu füllen und auch da immer wieder, ja, interessante kleine Nebenhandlungen aufzumachen und auch Charaktere darzustellen, die dann immer wieder in Konflikt mit ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Fraktion geraten und dann auch teilweise entgegen dieser eigentlichen Vorstellung handeln müssen, einfach weil es emotionale und persönliche Gründe gibt oder zwischenmenschliche, die dann dazwischen kommen. Ja, das vermengt sich einfach mit dann auch einem anderen Punkt, wo du sicherlich auch noch was zu sagen kannst, mit den ganzen Hard-Science-Fiction-Elementen, die einfach super dargestellt werden, zu einer wunderbaren Melange, die ich einfach nur lieben kann. Ja, das wäre tatsächlich auch, was du gesagt hast am Ende noch, eigentlich einer meiner zentralen Punkte, dieser ganze Aspekt von so Hard Science Fiction, also dass sie wirklich versuchen, sehr realistisch, so realistisch wie es eben geht, im Kontext von so einer fiktiven Welt darzustellen, die Ereignisse, auch bestimmte technische Sachen, allein wenn man daran denkt, wie viel Liebe im Detail darauf Wert gelegt wird, wie es dann ist im Weltall irgendwie zu fliegen, zu kämpfen, wie auch immer, die ganzen Auswirkungen darauf, das ist wirklich sehr faszinierend und das ist auch eine Sache, die mir sehr wichtig ist eigentlich, weil es ist sehr oft so, dass ich rausgerissen werde aus Filmen oder Serien, wenn es so Logikbrüche innerhalb der Welt auch gibt. Ich meine, klar, ne, wenn man jetzt sich sowas wie Star Wars oder sowas anguckt, dann ist natürlich logisch, dass da ganz viele Sachen passieren, die so andersweltlich, sag ich mal, sind, als was wir jetzt kennen und so weit über dem liegen, genauso auch wie bei Expanse, wozu jetzt halt auch gerade die Menschheit irgendwie technisch in der Lage ist, dass es natürlich man sagen kann, ist irgendwie unrealistisch in dem Sinne, aber quasi man muss ja immer im Kontext der Welt denken, ne? Im Kontext dessen, was dort gezeichnet wird, im Kontext des Universums, was da ausgemalt wird. Und da finde ich einfach das unglaublich faszinierend, dass es bis auf ein paar kleinere, wobei das sind dann im Verlauf zwei schon größere Ereignisse, die mir auch sehr wehgetan haben, dass sie so komisch waren, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber bis auf so zwei Ausrutscher, das wirklich so konsistent durchziehen bis zur letzten Schlacht und wirklich da eine unfassbare Tiefe genau in diesem Realismus ist, das fesselt mich dann auch einfach, wenn eine Welt so konsistent einfach erzählt ist und du wirklich merkst, da ist wirklich viel Gehirnschmalz da reingeflossen, dass jede Szene Sinn ergibt innerhalb des Universums. Na, vielleicht zwei Sachen, die mir da noch zum Abschluss von warum wir eigentlich diese Serie so lieben einfallen, die vielleicht noch relevant für euch sein könnten. Nämlich erstens, ich habe 3 Anläufe gebraucht, um diese Serie endgültig zu gucken, mit 3 unterschiedlichen Personen. Am Ende hat es dann mit Marian noch geklappt. Und deswegen möchte ich euch sagen, bitte übersteht die ersten 3 vielleicht etwas merkwürdig anmutenden Folgen, weil da kann ich auch vielleicht kurz sagen, was da meine großen Probleme waren. Einmal diese, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, sehr, sehr klischeehaft gezeichnete Film-Noir-Detektivgeschichte, die einfach auch sehr merkwürdig gespielt wurde. Mhm. Und deswegen ich da einfach nicht warm mit geworden bin, in Kombination mit anfangs doch noch sehr zweitklassigen CGI. Boah, ja, das ist schlimm am Anfang. Ich meine, es ist ja sowieso inzwischen gang und gäbe, dass bis auf einige ganz wenige Ausnahmen, wie jetzt beispielsweise Mad Max Fury Road, sehr wenig noch mit praktischen Effekten gearbeitet wird und sehr viel CGI einfach eingesetzt wird. Nur ist die Sache, gutes CGI ist unfassbar teuer. Mir ist natürlich bewusst, bei so einer Weltraumserie ist es auch schwieriger, einfach darauf zu verzichten, wenn man wie bei Expanse einfach sehr detaillierte Welten darstellen möchte. Also schaut darüber hinweg. Es gibt zwar immer wieder in der Serie, dass ihr auf einmal mit im Abstand von 5 Minuten mit sehr unterschiedlich gutem CGI konfrontiert sein werdet. Aber wenn ihr darüber hinwegsehen könnt, dann werdet ihr belohnt und man merkt auch einfach, dass das Budget während der Serie zugenommen hat, dass besser wird. Ja, man muss auch wirklich dazu sagen, im Verlauf der Serie ist es ja wirklich so, dass es, wie du es zwar sagst, im Abstand von 5 Minuten Unterschiede gibt, dass man manchmal sich denkt, ups, das wirkt jetzt irgendwie wie in den... Wie ist das in den, durch die Qualitätskontrolle gekommen? Ja, irgendwie das wirkt jetzt so wie in den ersten Folgen und dann denkst du dir einfach nur so, boah, sieht das mega geil aus. Ja. Also im Verlauf sind halt auch die Visuals dann einfach halt Welten besser noch. Deswegen sei nur gesagt, haltet es durch, es lohnt sich auf jeden Fall. Und auch das noch zur Ergänzung, auch nicht nur, was das angeht, sondern auch allgemein. Also ich habe selten eine Serie erlebt, die sich so stark steigert im Verlauf. Mhm.
weiß nicht, bei der letzten Staffel, da kann man vielleicht ein bisschen streiten, aber so speziell dann 4 und 5, die Staffeln, das ist halt so der Peak eigentlich von der Serie, würde ich sagen. Und 6 ist auf einem ähnlichen Niveau und das heißt also 1, 2 und 3 steigert sich auch kontinuierlich und hat dann erst in der Staffel 4 und 5 so den Höhepunkt. Was ich auch noch hinzufügen würde, ist, dass es eine sehr, sehr starke Charakterbildung einfach gibt. Also, dass die Serie sich wirklich Zeit lässt und dass sie auch, ja, die Charaktere ans Herz wachsen und du eigentlich wahrscheinlich für jeden und für jede, was dabei ist, so, wo man sich identifizieren kann. Und auch, dass diese Charaktere nicht, also es gibt natürlich auch welche, die dann die ganze Zeit überleben und so weiter, aber es gibt auch einfach echt viele Leute, die halt sterben. Und das finde ich auch immer großartig. Das hat ja auch wieder was mit dem Realismus zu tun, aber das ist ja auch was, was man zum Beispiel an Game of Thrones hat auch, denke ich, so schätzt, dass man tatsächlich nie genau weiß, wann auch einfach mal irgendwer hops geht, der vielleicht dann für 2 Staffeln einen sehr wichtigen Teil der Story gebildet hat. Es ist nicht so extrem wie bei Game of Thrones, aber es ist auf jeden Fall auch ein Element, was da ist. Was ich mir aber, glaube ich, wie du schon angesprochen hattest, noch mehr gewünscht hätte. Und ich habe auch einfach das Gefühl bekommen, dass es im Verlauf der Serie sicherer geworden ist von den Charakteren, wie sie überleben. Aber da sei noch dazu gesagt, was ich gerade auch ein bisschen vorher angesprochen habe, die zweite Sache, die ich noch sagen wollte, die dann natürlich auch reinspielt und wo ich aber wiederum keine Ahnung von habe, wie die Geschichte dort aussieht, im Gegensatz zu Game of Thrones, wo ich so ein bisschen mitbekommen habe, was da die Änderungen waren. Es basiert alles auf einer Romanreihe. Wo auch jetzt am 15. März das 10. Buch schon erscheint und was meine ich mit der Serie bis zum 6. Buch behandelt wird. Was natürlich für alle, die Expanse jetzt vielleicht durch unsere Folge lieben lernen, natürlich eine schöne Nachricht ist, weil man dann einfach weiterlesen kann. Aber auch irgendwo dann ziemlich traurig ist, wenn man überlegt, wie viel Potenzial da noch drin gesteckt hätte, wie man diese Geschichte weitererzählen könnte. Was wir ja auch am Ende vom Serienfinale, leider nicht Staffelfinale, dann auch einfach gemerkt haben. Joshua, erzähl uns doch mal für alle, die vielleicht auch gar nicht, es gibt ja vielleicht auch Leute, die einfach sich das, unsere Podcast-Folge gerne anhören, aber jetzt gar nicht die Serie gucken wollen oder so, oder für die das scheißegal ist, wenn sie ein bisschen gespoilert werden. erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen was über die Welt. Worum geht's da überhaupt? Was gibt es für Fraktionen? Wie ist das alles aufgebaut? Also ich würde die Serie als doch vergleichsweise klassische Analogie zu, ja, modernen politischen Verhältnissen sehen. Da gibt es eigentlich die drei Hauptfraktionen, nämlich einmal die UN, die Vereinten Nationen. Die bilden die Regierung auf der Erde mit einigen Außenstationen. Weiterhin dann den Mars, der kontrolliert den Planeten Mars eben. Der Mars war eine ursprüngliche Kolonie von der Erde, beziehungsweise von den Vereinten Nationen, und hat sich dann losgesagt und eben die Marsrepublik gegründet. Dann gibt es noch die OPA, die im äußeren Ring aktiv ist. Das sind dann die ganzen verstreuten Asteroiden, Sterne, die dann zu Raumstationen umgewandelt wurden. Die kontrollieren nicht wirklich den äußeren Ring, sondern sind da eher als Befreiungsguerilla aktiv und kämpfen eben für eine Unabhängigkeit von den Inneren, also von Mars und Erde. Und eben in diesem äußeren Ring leben dann eine über die Zeit von Erde und Mars sich veränderte Kultur, nämlich die Belter oder die Ringbewohner, die auch eine eigene Sprache bzw. einen eigenen Dialekt dann bekommen und in ihrer Kultur sich dann doch sehr stark von den Inneren unterscheiden. Diese ganze Befreiung basiert dann eben darauf, dass die äußeren Ringe von den Inneren ausgebeutet werden und ein Großteil der Rohstoffbeschaffung und der Arbeit dann eben dort passiert und die Leute unter noch miserableren Zuständen als auf den Inneren leben und sie beispielsweise auch dann dem Problem der Schwerelosigkeit ausgesetzt sind, wodurch dann ihre Knochen und Muskulatur nicht so stark wächst, was dann auch eben in dem Hard-Science-Fiction-Element dann in der Serie gut gezeigt wird, wenn dann mal ein
Ringbewohner auf der Erde gefoltert wird, indem er einfach nur der Schwerkraft ausgesetzt wird und darunter dann stark zu leiden hat. Dieser Unmut über diesen Kolonialzustand befeuert dann eben den antiimperialistischen Kampf, kann man ja schon so sagen, von der OPA in den äußeren Ringen. Vielleicht dann auch noch kurz gesagt zum Verhältnis zwischen UN, also Erde, und der Marsrepublik. Dort ist es auch so, dass es da auch extreme Spannungen gibt, weil, wie gesagt, der Mars ja eine ursprüngliche Kolonie der Erde war und darauf auch sich so der Mars-Nationalismus speist und der Mars eigentlich in einem konstanten, wie soll man das sagen, Bereitschaftszustand für einen Krieg mit der Erde steht. Wobei es jetzt so in der Darstellung auch ist, dass der Mars bei Weitem nicht mehr irgendwie eine untergeordnete Macht ist, sondern ganz klar eigentlich der andere große Player in der im Universum, sich eigentlich da ein zwischenstaatlicher Konflikt von imperialistischen Mächten ausspielt. Und man kann eigentlich sagen, dass die Serie grob zu dem Zeitpunkt so spielen würde, wenn man sich halt so eine Zukunft ausmalt, wenn die Menschen, sag ich mal, einige Jahrhunderte jetzt vorweggenommen und die, mal angenommen, die Zustände würden so weiter existieren wie jetzt, es eben dann diese Kolonien gibt. Also es ist jetzt halt nicht so, dass es quasi die Technik so völlig abgedreht ist oder so, dass man jetzt denkt, okay, das bewegt sich dann auf so völlig anderen Sphären, sondern es ist halt quasi das, was man heutzutage vielleicht, wo man dran forscht, was man vielleicht heutzutage schon kennt, also ganz, ganz, ganz kleines Proto-Ideen letztendlich, das also in schon umgesetzter Form und so etablierterer Form. Und dann gibt's also irgendwann einen Punkt in der Serie, wo dann eben Formen des außerirdischen Lebens dazukommen, was dann am Anfang erstmal nicht direkt entscheidend ist, ne? Aber es wird dann halt eben immer relevanter, ist dann schlussendlich auch ein sehr, sehr großer Faktor, der also die Machtgleichgewichte in dieser Konstellation, die Joshua beschrieben hat, so ein bisschen aus den Fugen geraten lässt. Ja, beispielsweise wird dann ja auch dieses außerirdische Leben, das Protomolekül heißt es dort, auch versucht in eine Waffe umzuändern. Und ich hatte das eigentlich immer als recht ähnlich zur Entdeckung der Kernspaltung gesehen und zur Aufrüstung mit Atomwaffen. Fand das da eigentlich immer ganz passend, aber es ist jetzt auch nicht zu 100% so, weil die meisten Serien wären ja auch langweilig, wenn sie einfach sehr platte Analogien wären. Das ist ja auch was, was eigentlich immer wieder berechtigterweise, finde ich, als Kritik vorgebracht wird. Beispielsweise, wenn ich da an den Film District 9 und die Analogie zur Apartheid-Behandlung von Schwarzen sehe. Aber die Serie schafft es da eigentlich ganz gut, auch in den Analogien immer andere Wege zu gehen und das nicht einfach so platt darzustellen und, wie du schon gesagt hast, die Karten immer wieder neu zu mischen. Vielleicht noch kurz dann nochmal zu den Mächten gesagt. Ich hab's da auch immer so gesehen, dass von der Zeichnung von eben diesen verschiedenen Fraktionen doch recht viele Bilder dann auch genutzt wurden, die ähnlich zu unserer heutigen Welt sind. Beispielsweise bei den Vereinten Nationen stellen sie sich dann recht ähnlich zum freien westlichen Machtblock dar und tun das dann auch, indem dann eben Wert auf diese demokratischen Institutionen gelegt wird. Was die Serie dann aber auch immer wieder ganz gut darstellt, ist, dass dann eben die wirtschaftlichen und militärischen Interessen dann doch dominieren und es auch innerhalb von diesen Machtstrukturen immer wieder Korruption gibt und beispielsweise die Präsidentin der Vereinten Nationen eigentlich eine sehr lange, ja fast Alleinherrschaft hat, auch wenn diese Macht dann immer wieder gebrochen wird, aber eigentlich wird sehr gut charakterisiert, wie diese dann doch nach außen demokratischen Strukturen dann eigentlich nicht wirklich anders funktionieren als auf dem dämonisierten Mars. Ja, und das würde ich eben auch einfach generell sagen, dass die Serie es sehr gut schafft, dass es nicht dieses Gut und Böse in dem Sinne gibt. Klar, man kann sagen, dass jetzt also die ganze Kuh um die Rosinante, die sich dann später entwickelt, was eben so eine Form von, was eigentlich so das zentrale Schiff in der Serie ist, was also so, ja, ein ehemaliges Marsschiff ist, wo halt eine Crew drauf lebt und handelt, die aus allen Teilen von eben diesen drei Fraktionen besteht, also sowohl Gürtler als auch Marsianer als auch Erdler, die halt einfach versuchen, so eine Form von relativ neutraler Handlungsgewalt darzustellen letztendlich. Also die halt vor allen Dingen dann daran sich halt orientiert, diese ganzen Experimente und Sachen rund um das außerirdische Leben halt einzugrenzen
Also probieren da eben dagegen vorzugehen, dass bestimmte Kräfte das halt haben oder alleine für sich, für ihre Macht verwalten. Ja, man kann ja grob sagen, sie versuchen so ein bisschen das Gleichgewicht da im Universum zu wahren und eben ja für einfach die Bewohner, für den kleinen Mann einzustehen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, kann man der Serie schon unterstellen, dass sie eine Tendenz dazu hat, vor allem die Vereinten Nationen dann auch irgendwie als so den zentralen, noch am besten Machtblock darzustellen, dann schon trotzdem eher das alles aus einer westlichen Perspektive zu betrachten. Ja. Weil beispielsweise bei dem Mars, auch wenn wir dann später mehr Nuancen da sehen, wurde er lange Zeit einfach dann nur als das ultimative Böse. Genauso als der nationalistische, durch und durch militarisierte und autoritär strukturierte Ort gesehen, wo einfach nur diese fanatischen Soldaten dann leben. Im Endeffekt ist da recht wenig Nuancen gibt, im Gegensatz zu der Darstellung von der UN oder dann auch vor allem später von der OPA. Bei der OPA? Das finde ich auch nochmal spannend, da intensiver drauf einzugehen, weil die OPA ist ja im Prinzip so eine, wie soll man das sagen, am Anfang eigentlich so eine Mischung aus so einer Form von revolutionärer Struktur, aber auch so einer mafiösen, kleinkriminellen Struktur oder organisierten kriminellen Struktur. Ich denke, das ist auch was sich durch die ganze Serie zieht und was ja jetzt auch was ist, was auch sicherlich auf einige revolutionäre Strukturen jetzt in der aktuellen Zeit entspricht. Wenn man jetzt zum Beispiel an die FARC in Kolumbien denkt, das kann man vielleicht am Anfang so ganz gut damit vergleichen. Was witzig ist, ist, dass die OPA sich sehr, sehr zentral anarchistischer Symbolik bedient. Also das Circle A, das A im Kreis, ist eigentlich so das zentrale Symbol von der OPA und auch später kommen noch so Elemente von so, ja, schwarz-roter Fahne und solche Geschichten dazu. Das Spannende ist also, dass es mit der Zeit immer differenzierter wird. Die OPA differenziert sich eigentlich immer mehr aus. Es gibt auf der einen Seite gibt es halt diese ganz klar einfach organisiert kriminellen Strukturen, die einfach nur probieren, sag ich mal, ihren Vorteil aus der jeweiligen Situation zu ziehen, möglichst viel von den Inneren zu erbeuten und so weiter. Dann gibt es, ja, eine Fraktion, die im Prinzip so autoritär kommunistisch ist, wenn man so sagen will, die also dann im Kontext von einem sehr charismatischen Anführer versucht, die Inneren weitestgehend zu unterjochen, wahlweise auch auszulöschen, je nachdem, wenn es halt möglich und sinnvoll ist, und dann halt so diese Machtbasis in so einer ja eher zentralisierten Weise für sich zu erobern. Dann gibt es eigentlich immer noch eine Fraktion, die probiert, sehr aktiv mit den Inneren zu kooperieren, also eher so eine Art von sozialdemokratischen Weg probiert zu wählen, dass sie also eher so zugehen auf die Inneren, eher so das Ganze besser verwalten wollen, diesen Kolonialzustand. Das wird dann vor allen Dingen mit Fred Johnson und so dann am Anfang, der stirbt dann aber auch später, deswegen. Und dann gibt's eigentlich, und das ist eine Fraktion, die erst später sich entwickelt und später dazukommt, eine tendenziell sogar anarchistische Fraktion. Wie gesagt, das ist alles nur sehr grob, ne? Man kann das nicht zu komplett, aber wir für uns haben das halt so gewertet, die dann durch Drama, die also die linke Hand vorher von Fred Johnson war, was ja auch ganz passend ist, dass dann so aus der Sozialdemokratie sich dann so der Anarchismus in der Serie herausbildet. Dein bürgerliche Bewusstsein setzt sich durch. Nee, aber ist ja auch einfach in der anarchistischen Ideenentwicklung ja auch so gewesen, dass alles sich aus der Sozialdemokratie in Deutschland heraus entwickelt hat. Jedenfalls, ja, und das ist dann ganz spannend, weil die haben halt so eine Art, machen sich dann so unabhängig und streifen eigentlich so durch die Galaxis und erbeuten halt für sich was und probieren halt auch gute Sachen für Gürtler einfach zu machen, sag ich mal. Und haben dann auch so eine Art von Kommune-Leben wirklich auf ihrem Schiff, also wo dann polyamoröse Beziehungen gelebt werden und du einfach merkst, dass halt so eine ganz andere Nähe auch von der Crew da ist. Das ist zwar so eine Form von legitimierter Führung gibt, aber das halt, also auf diesem Schiff, aber es halt quasi auch von der Crew so erwählt wird, weil einfach Drama dann als die Fähigste da so ein bisschen auserkoren wird und das manifestiert sich dann auch im Verlauf und so weiter. Aber das finde ich also ganz spannend, dass es also diese OPA sich so krass ausdifferenziert und es dann auch immer, es auch innerhalb der OPA diesen Krieg auch immer wieder gibt zwischen diesen verschiedenen Fraktionen. Manchmal verbünden sich dann diese verschiedenen Fraktionen miteinander. Sehr interessant.
Ja, und das Ganze spitzt sich ja dann auch eigentlich zum Ende der Serie weiter zu, weil dann eben die, du hast ja gerade autoritär-kommunistische Fraktion genannt, wobei ich auch sagen würde, zum Ende hin von den Handlungen geht es auch eigentlich immer mehr in so die Richtung von eher klassischen Nationalbolschewismus, was man glaube ich so darunter fassen wird. Also eigentlich eher dann in so eine Spielart von so einem sich befreiend anmutenden Faschismus und eben dieser eher anarchistisch geprägten Fraktion um Drummer herum. Die nationalbolschewistische Fraktion kommt dann eben in den Besitz von Mars-Technologie, wodurch es dann eben ermöglicht wird, Meteoriten auf die Inneren auf Mars und Erde zu schleudern und dadurch dort dann eben einen großen Teil der Infrastruktur zu zerstören und eben natürlich auch Millionen von Menschen umzubringen, dadurch dann die Machtverhältnisse komplett zu verändern. Drummers Fraktion macht dort eben nicht mit und, wie du auch gerade gesagt hast, handelt dann auch entgegen der dann sich langsam etablierenden Regierung von der Freien Raummarine, wie dann auch diese nationalbolschewistische Fraktion heißt. Ja, und das ist eben auch spannend. Sie tut das auch aus einer Opposition heraus gegen also diese Entwicklung dieses Nationalbolschewismus oder einfach nur so im Kriegskommunismus her, dass man also, dass sie ja natürlich auch sagen, ja, wir wollen ja im Prinzip eigentlich nicht die Inneren abschlachten, so wie sie das mit uns dann früher immer gemacht haben. Und natürlich ist das jetzt nicht so ausdifferenziert, wie man das jetzt in diesem sozialistischen Kräfteverhältnis sieht, aber wir finden schon, dass man das so daraus letztendlich lesen kann. Und es gibt dann auch so eine drakonische Stelle, wo diese autoritär-sozialistische Geschichte sehr auf die Spitze getrieben wird, wo sie also in einem Kontext von einer Kriegshandlung gegen Ende die zentrale Ringstation so dem Hungertod eigentlich überlassen, um halt einen strategischen Vorteil sich in diesem Kriegsgeschehen einzuhandeln, weil dann eben Koalition eigentlich aus Erde, Mars und dann dieser anarchistischen Fraktion, die dann auch da mitmacht, worum man natürlich auch nochmal diskutieren kann, dann also diesen zentralen Ringplaneten also erobert und dann also feststellt, okay, die Leute sind da im Verhungern, die haben halt da den ganzen Planeten, das ganze Ding geplündert und kümmern sich dann darum und damit rechnen dann auch eben diese Nationalbolschewisten letztendlich, dass sie dann nicht einfach die Leute verhungern lassen. Und das ist ganz interessant, weil das finde ich dann auch so sinnbildlich, weil speziell dieser zentrale Ringplanet ist eigentlich einer, um den die ganze Zeit gekämpft wird, um den die Gürtler die ganze Zeit ringen und wo die Gürtler ja, und wo dann auch natürlich die Bolschewisten sagen, sozusagen, ja, wir treten auch für die Rechte natürlich vor allen Dingen von dieser Station ein und vor allen Dingen von den Menschen, die hier leben, und dann am Ende überlassen sie halt sie ihrem Schicksal für so eine kriegerische Auseinandersetzung. Das ist dann also auch nochmal so ein Punkt, wo man eben sieht, wo sich dann halt Drama dann mit dieser eher anarchistischen Fraktion einfach probiert, andere Wege zu gehen und klar zu sagen, so, nee, da machen wir nicht mit, und dann halt auch eben Lebensmittel an diese Station liefert, und das ist so ein richtiger Kronstadt-Moment, wo sie dann also über alle Kanäle die offene Rebellion letztendlich gegen die Bolschewisten verkünden und nochmal so an die Ursprünge der Revolution so ein bisschen erinnert, an den Gedanken so von wegen, ne, und dann halt eben so große Lebensmittellieferungen an diese Station macht und dadurch überlebt es dann halt und so. Ein anderer Moment, der auch noch, finde ich, ganz spannend dargestellt wird über verschiedene Punkte an der Serie, ist eigentlich die Darstellung vom Leben auf den verschiedenen Stationen und auch auf den verschiedenen Planeten. Es wird eigentlich recht eindrücklich gezeigt, dass selbst auf der Erde, wo ja die Voraussetzungen fürs Leben wahrscheinlich noch im Vergleich zu den anderen Planeten ziemlich gut sind, weil es einfach ein funktionierendes Ökosystem gibt. Das gibt es so nicht auf den anderen Planeten. Die müssen eigentlich immer mit Wasser, beispielsweise aus Asteroiden, versorgt werden oder müssen dann durch recht aufwendige Filtersysteme überhaupt Zugang zu Frischluft haben. Aber dass selbst auf dem Planeten, dem es ja auch vom Reichtum noch am besten geht, es einfach eine unfassbar große proletarische Schicht gibt. Leute, die unter absoluter Armut leben, massenhaft wohnungslosen Camps auf den Straßen und großes Problem dort mit Hunger, mit organisierter Kriminalität und ja, mit eigentlich einem dauerhaften Ausgesetztsein vom Kampf ums Überleben. Und das wird leider auf dem Mars, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nicht ganz so stark dargestellt, aber gerade dann in Bezug auf
die Erde, auch noch mit einer kleineren Storyline, die das dann alles auch nochmal besser ausschmückt von jemandem, der dort leben musste, stellt es eigentlich gut dar, dass selbst dann im imperialen Zentrum die allermeisten Leute eben nicht von diesem großen Reichtum, der dort dann aus den Kolonien hergeschafft wird, wirklich profitieren. Sondern dass der Großteil von dem Reichtum, der dort geholt wird, eigentlich dann wieder in den Händen von einigen Großindustriellen landet, die auch in der Serie dann dargestellt werden in ihrem Geschacher eben um die verschiedenen Ressourcen im Gürtel. Und das fand ich eigentlich recht schön, weil sowas wird sehr selten so klar dargestellt. Gerade auch, wenn ich an so eine Serie wie Game of Thrones denke. Die hat das natürlich hier und da auch gemacht, indem es beispielsweise die, vor allem in der Storyline um Daenerys, die Lebensbedingungen der versklavten Menschen darstellt. Aber sonst sehr wenig auf eigentlich das Grauen, was diese Regierung und diese Wirtschaft dann für sie bedeutet, darstellt. Bis auf ganz wenige Punkte, wo dann mal irgendwie Leibeigene gezeigt werden. Und da wird dann, wenn überhaupt, eher die Schrecken des Krieges gezeigt. Hm. Das, finde ich, schafft Expanse eigentlich ganz gut. Und hier und da gibt es dann auch mal wieder kleine Dialoge von den verschiedenen Bewohnern aus den verschiedenen Fraktionen, die dann auch eben genau das auch so sagen. Mhm. Klar, natürlich hattest du hier echt ein schlimmes Leben im Gürtel, aber auch auf den Inneren ist nicht alles gut. Was leider nicht so ist, was wir uns ja, glaube ich, auch gewünscht haben, ist, dass das zu irgendwie einer großen proletarischen Solidarität führt, sondern das bleibt eben aus und wenn überhaupt gibt es dann am Ende so ein, ja, wir sind ja alle irgendwie hier Bewohner des Universums und streben doch eine bessere, ein besseres Leben für alle an, aber dieser Moment entsteht leider nicht daraus, aber trotzdem fand ich, war es schon ein ziemlich wichtiger Schritt eigentlich in der Darstellung von so längeren Shows, die sonst eigentlich sehr gerne eben das Leben der einfachen Leute skippen, solange es nicht irgendwie dann in Bezug auf so eine Befreiungsguerilla dargestellt werden soll. Das muss man auch dann dazu sagen, dass eben, obwohl das dargestellt wird, oft natürlich speziell das Leid der Gürtler, das wird sehr intensiv, finde ich, dargestellt. Muss man auch natürlich. Um die Fraktion so konstruieren zu können. Ja klar, aber das ist einfach auch wichtig zu sagen, dass das so ein ganz zentraler Punkt auch ist, eben das Leid der Gürtler darzustellen in sehr unterschiedlicher Art und Weise. Aber du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, ist es schon auch natürlich weiterhin so geschrieben, dass es also die Geschichte der großen Personen ist, so, ne? Also klar, gibt es auch einfach Hervorkömmlinge und ganz viele Geschichten, die so am Rande behandelt werden oder von den einfachen Leuten, aber trotzdem ist es ja so, dass es gibt jetzt halt wenig diese großen spontanen Aufstände, die dann das Blatt zum Wenden bringen oder so, also wo dann halt auch quasi die Masse der Menschen einen großen Einfluss auf die Ereignisse nimmt, sondern das sind halt schon, wie das eigentlich ja in der Darstellung von fast allem ist, was man so auf dem Bildschirm gezeichnet bekommt, sind die Ereignisse dann schon, werden immer gewendet oder noch gedreht von dann Einzelpersonen der Geschichte, was ein bisschen schade ist, wo auch ein bisschen vergeudetes Potenzial, finde ich, ist, speziell dann für diese anarchistische Fraktion, wäre dann nochmal viel mehr möglich gewesen und deswegen ist das auch nur alles in Klammern zu sehen, weil das keine real anarchistische, aber so quasi in der Tendenz dahingehend. Wobei ich da sagen würde, das Crewleben gerade von den kleineren Charakteren wird ja recht ausgiebig gezeichnet. Das stimmt, und sowohl auf dem Schiff von Drummer, das hast du ja schon angesprochen mit der Kommune, als auch bei der Freien Raummarine, die dann ja von Marco Inaros geführt wird, wird das schon dargestellt. Die Bolschewisten sind. Genau, die Nationalbolschewisten, eben, wie schon vorgesagt, die Freie Raummarine. Ja. Wird es trotzdem noch vergleichsweise ausgiebig zu anderen Serien dargestellt mit immer wieder auftretenden kleinen Nebenfiguren. Klar. Und auch in Bezug auf diese großen Personen, ich glaube, da steht ja niemand so exemplarisch für wie dann eigentlich James Holden, wo man ja sagen kann, der sich immer und immer mehr zu der Hauptfigur mausert. Das ist eben der, weiß nicht, ob er Kapitän immer war, aber der war ja von Anfang an der Kapitän. Ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall der Kapitän oder spätere Kapitän, also weiß ich jetzt nicht mehr, der Rocinante, eben diesem zentralen Schiff. Er ist natürlich der Protagonist, die Projektionsfigur für den Zuschauer. Er ist eigentlich, kann man so sagen, da das vergleichsweise neutrale, aber doch irgendwo gute Gewissen der Erde oder des Westens dann, ist natürlich damit dann auch so ein bisschen für
die westliche und natürlich dann auch irgendwo internationale Zuschauerschaft der Serie, die sich dann gut in ihm wiederfinden kann. Ja. Und dann wird das auch zum Ende hin ziemlich auf die Spitze getrieben, indem er dann eigentlich so nach all dem, was er da geleistet hat, nachdem er eigentlich von großem geschichtlichen Ereignis zu großem geschichtlichen Ereignis getaumelt ist und es immer wieder rausgeschafft hat, dann auch ja zur Schlüsselfigur oder zum Messias, der dann irgendwie es schafft, alle großen drei Fraktionen an einen Tisch zu bringen und dafür zu sorgen, dass es dann zu fairem und freiem Handel kommen kann. Ja, und das Witzige ist ja sogar noch, dass er dann ernannt wird, quasi als Vertreter des Gürtels in so einer neu geschaffenen Handelsföderation, die dann ja auch die schwarz-rote Fahne der Gürtel am Ende in so einer großen intergalaktischen Pressekonferenz dann neben der jetzt übertragenerweise Russland- und NATO-Fahne hat. Das Witzige ist dann, dass er halt sagt, hier, er ist halt der Vertreter und seine erste Amtshandlung ist, dann zurückzutreten und dann übergibt er halt quasi Drama seiner Stellvertreterin, also von der anarchistischen Fraktion, dann quasi die Machtposition über eben den Gürtel und über das neu geschaffene Gebiet. Also so dieses typische, so ein bisschen so, ja, der Herrscher tritt zurück und gibt dem einfachen Volk dann die Macht. Und das ist natürlich schon eine sehr romantische Vorstellung. Ja, jetzt auch nicht völlig unkonsistent oder so, also. Nee, also es ist ja vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, als man von den meisten anderen medialen Darstellungen von sowas sagen kann. Aber nichtsdestotrotz strebt es ja schon auf einen Endzustand hin, der so ein bisschen auch das ist, was eigentlich so als Idealbild jetzt von UN, anderen internationalen Organisationen, NGOs und liberalen Demokraten immer gerne so dargestellt wird. Es kommt dann irgendwann zu dem Ende jeglicher militärischer Konflikte zwischen den drei Fraktionen und alle schließen sich zusammen, um endlich fairen und freien Handel untereinander führen zu können und eben nicht mehr um die Gebiete streiten zu müssen, sondern das kann man ja dann alles auch auf dem großen Marktplatz regeln, ganz ohne Blutvergießen, zumindest direktes durch Waffengewalt. Ich weiß natürlich nicht, wie es dann in den Büchern dort fortgeschrieben wird, weil es wird ja auch viel nur angeschnitten dann zum Ende, nicht weitererzählt, aber ich hätte mir da einfach ein anderes Ende gewünscht, weil ich fand, es wurde einfach super dargestellt, wie diese Konkurrenz zwischen diesen verschiedenen Fraktionen nicht einfach nur aufgrund von persönlichen Feindschaften oder aufgrund von irgendwie so einem Essentialismus in ihrer Kultur oder in ihrer Selbstkonstruktion heraus entsteht, sondern daraus, dass sie tatsächlich unterschiedliche Interessen einfach für dieses Universum haben, ja, und auch eine Notwendigkeit dafür haben, diese Sachen dann zu erobern, weil es da um ihr blankes Überleben im Endeffekt geht. Da hätte ich mir einfach mehr gewünscht als so ein Ende dann in der Serie von so, jetzt halten wir uns alle an den Händen, singen Kumbaya und handeln dann alle auf dem großen Marktplatz. Gut, ich stimme dir vollkommen zu und das ist natürlich der fade Beigeschmack, der dann irgendwo bleibt, aber das muss ich dann schon irgendwie sehen im Kontext dessen so, weil natürlich auch wenn die Serie in vielerlei Punkten, wie du das sehr schön beschrieben hast, sehr beispielhaft ist und sehr viel Sachen deutlich differenzierter und umfangreicher und mit mehr Grau und weniger Schwarz-Weiß zeichnet und all das, ist es ja trotzdem am Ende, hat es mich jetzt nicht überrascht, dass das Ganze in der Logik des Bestehenden auch irgendwo verhaftet bleibt und dass jetzt nicht irgendwie da der anarchistische Kommunismus irgendwie ausgerufen wird. Hätte mich dann schon sehr überrascht, klar, es hätte mich irgendwie gefreut, wenn es dann halt so eine allgemeine Verbrüderung dann ganzen Universums gegeben hätte, aller Lohnabhängigen, wie auch immer, über die Grenzen hinweg und so und dann die anarchistische Weltkommune ausgerufen worden wäre. Klar, das hätte mich auch gefreut, aber erwartbar war es nicht. Ja, aber es ist für mich nicht nur das, sondern mir geht es dann beispielsweise auch darum, wie dann eigentlich mit dem ganzen Charakter von Marco Inaros so umgegangen wird. Mhm. Weil wir hatten ihn ja auch jetzt immer hier als den Nationalbolschewisten genannt und an dem, wie er dann dargestellt wird, stimmt das natürlich auch so. Aber was man ja nicht vergessen darf, ist, dass es auch wieder in diese klassische Sparte von Dämonisierung von Revolutionären reinfällt und dann auch so ein bisschen
in diese Bezeichnung als Terroristen, er wird ja dann natürlich, die OPA wird am Anfang auch immer als die Terroristen dargestellt. Das ändert sich dann, als dann es eben zu dieser Spaltung von OPA und Freie Raummarine kommt. Jetzt mal mit ausgeklammert dieser ganzen Geschichte um Fred Johnson und die Sozialdemokratie. Aber sobald Marco Inaros dann eigentlich anfängt mit seiner Angriffspolitik da auf die Inneren, ist er eigentlich so das große ultimative Böse. Und wenn man jetzt sich einfach nur diese Handlung anguckt, stimmt das natürlich. Aber ich finde es interessant, dass gerade der Revolutionär dann so gezeichnet wird, dass er dann eben zu diesen genozidalen Mitteln greift, der als erstes eigentlich wirkliche Veränderung geschafft hat. Mhm. Der als erster es wirklich geschafft hat, dann die Inneren dort von den Planeten zu vertreiben, ja, dann eigentlich als dieses ultimative Böse endet, was dann auch eigentlich den Endkonflikt von der Serie darstellt, wo alle Kräfte des Guten sich vereinen müssen, um ihn dann zu besiegen. Wie gesagt, ich fand's alles noch vergleichsweise gut dargestellt, weil es wird ja dann auch von allen Charakteren gesagt, ja Mensch, hätten wir nicht die ganze Zeit eigentlich das Leid hier vergessen, wie es eigentlich wirklich den Gütlern geht, dann hätte das gar nicht zu sowas kommen müssen. Und es wird dann festgestellt, es gibt ja auch ganz gute linke Kräfte. Aber für mich passt das zu sehr in dieses klassische Bild, was dann auch immer gemacht wird. Wenn's, nehmen wir jetzt einfach ein sehr groß popkulturell verarbeitetes Ereignis und was sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, die BLM-Proteste. Und die Offenlegung von eben strukturellen Rassismus in den Vereinigten Staaten, wo es ja zu ähnlichen Sachen dann gab, kam, dann wurde ja auch gesagt, ja, wir finden ja auch hier diese schon an Terrorismus erinnernden Proteste, wo Bullenkarren zerstört wurden, wo Polizeistationen angezündet wurden, nicht gut, aber ja, hätten wir vielleicht mal vor auf die Leute gehört und jetzt müssen wir alle zusammenhalten, damit wir wieder als Nation zusammenwachsen können, aber wir behalten im Bewusstsein, dass da ja doch irgendwas war und wollen natürlich nicht, dass es wieder dazukommt. Ja, da hast du vollkommen recht und dann gliedert sich das natürlich so ein in dieses, ja, was wir ja schon gesagt haben, der Böse, der ausgeschert ist, ist besiegt und selbst die quasi anarchistische Fraktion gliedert sich dann ein in den allgemeinen Zustand der sozialen Ruhe letztendlich. Ja, das ist alles keine Frage und das finde ich auch fragwürdig, vor allen Dingen, wenn man sich jetzt nochmal daran zurückversetzt, wie das dann anfing mit Marco Inaros, wo er dann, also der ist halt auch ein sehr charismatischer Charakter und also so ein sehr gut aussehender, so ein bisschen so ein idealtypischer Mann, kann man eigentlich sagen, so, der hält dann halt auch immer so diese emotionalsten und flammendsten Reden und wirklich am Anfang bist du halt einfach nur so als Zuschauer auch einfach so hin und weg davon, weil das berührt dich einfach so, wenn dann halt, du hast die ganze Zeit diese Tyrannei gesehen, unter denen die Menschen halt leiden mussten und dann kommt er so und wallt das dann so auf und selbst in der deutschen Synchro und ja. Man denkt wirklich so, bei jedem Spruch, da ist so viel Pathos drin, der Mann, der bricht gleich in Tränen, ja, über sich selber aus, weil es so großartig und so herzergreifend ist. Und dann gibt's ja auch am Anfang, wenn er deine Reden hält, ist dann ja auch noch so immer so eine schwarze Fahne mit diesem Circle im Hintergrund und so, und das war natürlich alles zu schön, um wahr zu sein am Anfang. Und ich, wie gesagt, ich finde es auch aus unserer Perspektive diese Entwicklung dann trotzdem interessant, weil es ja auch einen Teil von der Wahrheit darstellt, vom revolutionären Kampf, dass sowas dann passieren kann, wie auch diese Fehlentwicklung und so weiter. Aber ich sehe auch, dass natürlich das, ja, man auch das schon als eine gewisse Form von antikommunistischer Ideologie auch verstehen kann, die da auch eine Rolle spielt, warum sich das dann so zuspitzt, dass, wie es sich dann zugespitzt hat. Und ich finde noch wichtiger als einfach nur Antikommunismus, auch wenn das natürlich eng zusammenhängt, so eine klassische Betrachtung von eben Aufständen von kolonialisierten Regionen. Woran ich immer denken musste, war an diesen Film Black Panther, der ja auch vor ein paar Jahren in die Kinos kam, Marvel-Film. Es geht eben dann um dieses fiktionale Königreich Wakanda, was dann auch in einer Monarchie regiert wird und was so das einzige, aber versteckt gehaltene, richtig hoch entwickelte Land in Afrika ist, wo dann ja es so eine afrofuturistische Gesellschaft gibt und alle leben ganz gut, aber es wird eben vor der Welt geheim gehalten. Dann kommt es daraus auch zu einem zentralen Konflikt, nämlich von einer anderen Person, die, ich meine, sogar von Black Panthers in Oakland großgezogen wurde und eben das harte Leben eines Afroamerikaners in den USA
mitgemacht hat und dann herausfindet, dass er Wurzeln in Wakanda hat, nach Wakanda kommt und dann eigentlich so den Gegenpart zu dem König, der Wakanda geheim halten möchte, agiert und sagt, ja, wir müssen alle kolonialisierten Menschen auf der Welt befreien und die imperialen Zentren dann unterjochen und selbst zu Kolonien machen. Das endet dann alles darin, hier der böse Revolutionär ist besiegt. Der König öffnet dann, glaube ich, auch Wakanda und nutzt die Technologie, um irgendwie den Menschen zu helfen und dann halten sich wieder alle an den Händen. Natürlich ist es klar, dass es auch tatsächlich diese Form von Revanchismus gibt. Es gibt Leute, die auch in revolutionären Strukturen sagen, ja, wir müssen uns hier an den Unterdrückern, wir müssen uns an den unterdrückenden Völkern rächen. Wir müssen denen das heimzahlen, die unterjochen. Aber realistisch gesehen, einmal in der revolutionären Geschichte und auch in dem, was jetzt von so revolutionären Strukturen eigentlich so vertreten wird, ist das eine absolute Minderheitenposition und wird immer wieder herangezogen, um diese anderen Strukturen und um diese Aufstände zu dämonisieren. Und eben gerade in diesen Befreiungskämpfen von kolonialisierten Regionen war es immer so, dass diesen Revolutionären dann unterstellt wurde, sie wollen jetzt eigentlich das Gleiche mit den Europäern machen, was wir mit ihnen gemacht haben. Was natürlich irgendwo logisch ist, dass man in diese Haltung kommt, wenn man die ganze Zeit eigentlich nur in diesem Kontext großgezogen wurde und sozialisiert wurde und es einem immer weiter eingebläut wird, dass man eigentlich so mit Menschen umgehen sollte und es dann auch strukturell eben verankert wird. Das ist einfach so ein Bild, was ich jetzt auch wieder in der Darstellung von Marco Inaros gesehen habe und was ich einfach extrem schwierig finde. Auch wenn man natürlich in dem Universum dann sagen muss, dass es natürlich gut war, dass Marco Inaros dann besiegt wird, weil genozidale Politik. Absolut. Das ist halt letztendlich was für mich dann halt, wenn wir jetzt so darüber sprechen, auch übrig bleibt davon, dass ich es so schade finde, dass, sag ich mal, unsere Geschichte oder unseren Blick auf die Welt oder wie wir uns solche Veränderungen von Ereignissen vorstellen, einfach immer unterrepräsentiert erzählt wird. Es gibt diese Anleihen in The Expanse, aber sie werden halt eben nicht konsistent zu Ende erzählt. Und das finde ich halt so schade. Es gibt natürlich auch anarchistische Science-Fiction. Es gibt sogar relativ viel. Das ist nur jetzt nicht so massenmedial verarbeitet. Aber ich habe zum Beispiel Planet der Habenichtse gelesen. Das kann ich euch sehr empfehlen, von Ursula Le Guin. Da geht's eben im Prinzip, ist es ein bisschen teilweise ähnlich zu The Expanse. Da ist es dann mehr so, dass Leute ausgewandert sind auf einen anderen Planeten. Ich weiß gar nicht, ob das dann der Mond ist oder so. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Planet, der sehr wenig Rohstoffe hat und so weiter. Und dort haben sie quasi so eine anarchistische Kommune entwickelt, wo die Leute in mehreren Generationen schon unter anarchistischen Prinzipien leben und auch sowas wie Gefängnisse und Zwang und so weiter gar nicht kennen. Und das ist auch ganz witzig, weil die dann als Kinder dann zum Beispiel spielen, wie es dann wäre, jemand einzusperren, also dann zum Beispiel dann halt einfach so untereinander, weil sie es halt selber nicht kennen, aber davon gehört haben, dass es das in der alten Welt auf der Erde halt eben gibt, sich dann halt gegenseitig einsperren und dann halt einen Tag da drin lassen und so und dann halt so mega schockiert davon sind, wie heftig das ist als Erfahrung und solchen Sachen. Es ist ein sehr cooles Buch und also das zeigt ja einfach, es kann auch diese Perspektiven geben. Gerade im Science Fiction ist das ja dann auch nochmal so schön, dann auch eine gewisse Form von Utopien zu zeichnen oder auch den andere Wege zu zeichnen eigentlich. Das finde ich eben schade, dass das, dass dann zum Beispiel das The Expanse an der Stelle nicht geschafft hat, über, sag ich mal, bestehende Logiken auch hinaus zu wachsen an der Stelle. Das vielleicht als Abschluss zu dieser ganzen Sache. Ich würde noch eine Sache noch loswerden, um nochmal von dieser ganz großen Ebene nochmal wegzukommen. Und nochmal auf die kleine Ebene, auf eine kleinere Ebene, weil wir haben sehr wenig über dieses außerirdische Leben gesprochen, was ja auch wichtig ist. Das können wir jetzt nicht mehr im Detail behandeln, aber ich würde zumindest nochmal auf eine meiner Highlights eingehen wollen, und zwar, es gibt dann mit der Zeit so Ringtore, die sich öffnen von eben diesem außerirdischen Leben, wodurch dann also die Menschen hindurchreisen und dann in andere Systeme kommen können und dadurch also eine Kolonialisierung von anderen Systemen ermöglicht wird, was natürlich dann das Machtverhältnis in diesem Universum komplett erstmal sprengt und alles durcheinander wirft, was dann auch viel damit zu tun hat, dass die Bolschewiki so relevant werden können. Es ist dann also so, dass eben diese Kolonialisierung von einem Planeten auch sehr intensiv gezeigt wird, wenn die Leute da ankommen. Und das ist halt so ein geiles Thema, finde ich auch, wenn dann so die ersten Menschen auf diesem Planeten kommen. Und das ist halt so spannend, weil die entdecken dann halt eben auch diese
alten Form dieses außerirdischen Lebens auf diesem Planeten. Das ist halt ein Planet, der so halb unbewohnbar eigentlich ist und super schwierig ist, da Fuß zu fassen. Dann halt alles überschwemmt, dieser ganze Planet. Und dann dreht sich halt wirklich so eine Staffel lang, ist eigentlich die Haupthandlung, wie diese Kolonie dann in diesen Ruinen von diesem außerirdischen Leben irgendwie probiert, am Leben selber zu bleiben und so weiter. Und dann gibt's halt irgendwelche Krankheiten, so außerirdische Krankheiten, die halt erstmal nicht einordnen können, wie das halt sich weiter vermehrt und so weiter. Es ist so geil einfach. Und wie viel Mühe sich dann gegeben wird, diese sozialen Zusammenhänge dann in dieses totale Chaos, was dann da letztendlich entsteht und dieses, okay, arbeitet man jetzt gegeneinander, setzt sich einfach der Stärkere durch, ist es halt ein sozialer Zusammenhang, wo man probiert zusammenzuarbeiten, um dann da rauszukommen. Habe ich so in der Form, auch im Kontext dieses Szenarios, noch nie gesehen. Das war absolut fantastisch und super fesselnd. Um dann einfach nochmal so ein weiterer Aspekt, so ein weiterer Aspekt von der Serie zu nennen, den wir noch gar nicht so genannt haben, vielleicht als Abschluss nochmal, dass es nicht nur die große Politik und der große Rahmen, sondern auch solche Sachen sehr stark beleuchtet werden. Ja, es hat heute auf jeden Fall großen Spaß gemacht, darüber zu reden, und es ist mir auch immer wieder kleinere Sachen dann neu aufgefallen, und man hätte da ja auch noch über so viele andere Punkte weiter reden können, gerade irgendwie auch dieser Hard-Science-Fiction-Aspekt, da haben wir auch gar nicht so viel drüber geredet, was jetzt eigentlich dann diese technologische Entwicklung auch natürlich für revolutionäre Perspektiven bedeutet, wo wir auch noch gestern dann bei drüber geredet haben, beispielsweise diese ganze Frage von, wie verändert sich das eigentlich mit einer sozialistischen Gesellschaft, wenn sie dann etabliert werden würde, ob sie jetzt auf der Erde stattfindet oder im Weltraum, wäre dann vielleicht sogar für eine Zeit so eine Sozialismus in einem Land, in Anführungszeichen, Perspektive dann sogar tragfähig. Natürlich auch dann dieser ganze Aspekt von technologischer Weiterentwicklung und dann das Verhältnis von Arbeitskraft, was wird das dann bedeuten zu Druckmitteln gegenüber der Politik oder auch für die Lebensumstände der Leute? Weil es gibt ja auch einfach sehr viel Utopien, die dann immer wieder aufkommen in Bezug auf technologische Weiterentwicklung. Das war ja auch eigentlich schon bei Marx so, dass dann angenommen wurde, dass es eine bestimmte technologische Entwicklung braucht, um überhaupt eine sozialistische Gesellschaft tragfähig zu machen. Das ist jetzt in der anarchistischen Tradition nicht so etabliert. Aber ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr solche utopischen Vorstellungen zunehmen. Man denkt ja einfach nur an diese Meme, die vor einigen Jahren endlos geshared wurde, immer wieder mit dem Luxury Gay Space, fully Automated Space Communism und solche Sachen. Davon ausgehend bin ich dann natürlich auch gespannt, was wir neben dem, was du genannt hast, da vielleicht auch in der Zukunft noch an sozialistischen Stücken zum Thema Science Fiction so bekommen, weil ich habe das Gefühl, aktuell ist es auch so, dass zumindest auf der großen Bildfläche dieser Traum vor allem eher von neoliberalen Entrepreneuren wie Jeff Bezos oder Elon Musk übernommen werden. Jeff Bezos war ja auch großer Fan der Serie The Expanse, und ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das nicht sogar so war, dass da auch ein wenig Geld geflossen ist oder Amazon dann auch sich von dem Boost der Popularität dadurch dann hat beeinflussen lassen, die Serie doch noch weiter machen zu lassen. Aber daran kann man jetzt auch wieder sehen, dass wir dann doch sehr nah beim Klassenfeind in dieser Frage sind, weil, um das zu resümieren, von uns aus kann man auf jeden Fall sagen, dass, was Science Fiction angeht, es nichts Vergleichbares wie The Expanse gibt. Das ist für uns die beste Science-Fiction-Serie, die man auf Bildschirm aktuell gucken kann. Wenn ihr es nicht geguckt haben solltet, jetzt immer noch Bock darauf habt, zieht es euch auf jeden Fall rein, es ist mega. Noch eine Sache zum Abschluss. Wir werden jetzt dann diese Woche endlich mit dem Livestream anfangen. Nachdem wir es jetzt zweimal verschoben haben, zuerst weil Joshua im Urlaub war und jetzt als zweites, weil wir technische Probleme hatten, bei der FemV-Folge das zu realisieren, dann auch mit den Gästen das zusammen zu machen, und wir das jetzt nicht zu dem Thema nicht wollten, dass wir nur alleine dazu reden, haben wir das jetzt weiter verschoben, und jetzt zu diesem Thema wird es also den ersten Livestream geben. Also wir können dann gerne diesen Mittwoch 19 Uhr auf Twitch und YouTube nochmal intensiver ins Gespräch kommen, nochmal in den Austausch kommen. Und da hoffen wir auch auf euch, dass ihr da am Start seid, freuen uns auf euch. Und in dem Sinne würden wir uns von hier verabschieden. Bis nächste Woche Sonntag beim nächsten Thema dann. Und diesen Mittwoch der Livestream. Glück auf. Belter Loder.